bei der Anlagenplanung die Besonderheiten vielleicht im Vergleich zu anderen Branchen sind, dass also jeder Kunde ist einzigartig, jede Anlage ist einzigartig. Das heißt, es ist nie ein Copy-Paste. Es ist immer, die Lösung schaut immer anders aus. Wenn man es aber überlegt, dann was vereinheitlicht trotzdem alle Anlagen, und wir haben bei knapp schon zigtausende auf der Welt stehen, es gibt, würde ich sagen, so drei Welten. Das ist das Zusammenspiel zwischen Mechatronik, Maschinenbau, Software und die Menschen, die die Anlage bedienen müssen. Das heißt, unsere Kunden und die ganzen und ihre Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die die Anlage bedienen können. Und das macht es interessant. Also, ich arbeite im Vertrieb als Systems Engineer und vor allem, wenn wir neue Kunden zu uns holen, laden wir sie oft und gerne ein, unseren Hauptstandort zu besuchen, wo sie einerseits die Technologien im Showroom kennenlernen können, aber auch sehen können, wer steckt, welche Menschen stecken hinter Knapp. Nach der Tour, die wir machen, kommt oft zurück als Feedback, es sind schon viele junge, motivierte Leute. Und wenn wir unsere Kunden dann durch die Produktion führen, erzählen wir auch von unserer Lehrlingsausbildung. Und das ist zum Beispiel ein Thema, das sie oft gar nicht kennen, weil sie es von ihren Ländern selbst, woher sie kommen, gar nicht kennen. Dort ist es oft einfach die Fachausbildung Learning by Doing, aber nicht spezifisch auf etwas, wo es eine Lehre dahinter gibt. Und das sehen sie als sehr positiv. Was darf in keiner Anlage fehlen? Mir fallen zwei Aspekte ein. Der menschliche ist, dass man darf den Fokus nie vergessen, dass die Menschen dort an der Anlage arbeiten. Die Arbeitsplätze sollen ergonomisch sein, genügend Lichteinfluss. Sie sollten interessiert sein am Arbeitsplatz, wo sie arbeiten. Zweitens, die Software. Eine intelligente Software, die die ganzen Maschinen, auch das Personal verbindet und möglichst effizient einsetzt. Mein üblicher Arbeitstag sieht so aus. Ich komme in die Arbeit, treffe mal die Kollegen, Kolleginnen auf ein Café und tauschen uns aus. Sehr wichtig. Und dann geht es in den Arbeitstag hinein, wo ich Kundenworkshops habe, auch Workshops bzw. Meetings intern, wo wir uns abstimmen. Einerseits muss ich klären, ob die Kundenwünsche auch so möglich umsetzbar sind, wie sie sich's vorstellen. Das heißt, ich bin auch Schnittstelle zu unterschiedlichsten Abteilungen innerhalb von Knapp. Und am Ende des Tages bringe ich es zu Papier in Form von Excel, PowerPoint oder in unserem Zeichenprogramm, sodass zum Schluss ein schöner Anlagenplan aussieht. Was war mein Lieblingsprojekt? Tatsächlich kann ich das nicht sagen, wenn jedes Projekt für sich eine eigene Geschichte ist. Und mir hat jedes Projekt bis jetzt Spaß gemacht. Mein perfektes Lager ist so einfach gestrickt, dass es sogar meine Großeltern verstehen. Je einfacher es ist, umso weniger Fehler passieren und umso einfacher ist es auch für unsere Kunden Hand zu haben und zu managen. Jedes gewonnene Projekt ist ein Erfolgserlebnis für mich. Da mache ich auch keinen Unterschied. Aber sonst würde ich sagen, ein großes Erfolgserlebnis war, wie mein Team und ich den Marathon in Graz gelaufen sind und erfolgreich abgeschlossen haben.